Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Castle Crashers Co-op mit mir und Ryo. Yeah. Ryo, okay. Ja, wir sind, ja. Sind wir da hoch? Wir müssen jetzt Vollmond machen. Okay, ach ja, genau, stimmt, Werwolf und so. Das ist das, ja, Wolf-Level. So, Wolfie. Das Twilight-Level, alle Twilight-Fans aufgepasst. Oh Gott, Hilfe. Aber die sehen awesome aus, die Ritter. 50 Schaden! Das sind, ich hab keine Ahnung, wie die heißen. 50 Schaden! Sieht cool aus. Der Affe macht 4 Schaden. Oh Gott, Hilfe. Ey, guck mal, da ist das Reh. Geil. Das gibt's ja auch noch, richtig, da war ja was. Naja, irgendwann ist es mal untergetaucht, seitdem hab ich's nicht mehr gesehen, ne? Ja, ich find's halt echt interessant. Oh Gott, Hilfe. Oh hey, der Beefmann ist tot. Beef. Bin nur noch Werwölfe. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an das Level. Ich hab keine Ahnung. Ob man es blocken kann? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wäre irgendwie ziemlich unrealistisch, aber was rede ich hier von Realismus? Man kann auch Bomben blocken. Ja, aber Bomben sind kleiner. Ja, aber es ist eine Bombe. Aber die ist kleiner. Ja, gut. Okay, ich hab grad halt. Aua, benutzt. Aua! Wieso hab ich nur noch 3? Ich glaube, wir haben nach dem Boss halt nicht mehr eingekauft. Au. Oh, dann hast du wahrscheinlich auch keinen mehr. Oder der hat's nicht gespeichert, das kann auch sein. Oder ich hab schon mal ein Leben verloren und hab's noch nicht gemerkt. Irgendwas. Alter, mich die ganze Zeit durch die Gegend wirft, der blöde Kerl. Magie! Was zur Hölle? Ich hab grad in der Luft geschwebt, ja okay. Seems legit. Heath Ledger hat niemand. League of Legends, Moment, was? Nein! Ja, ich weiß, es ist... Scheiße. Es ist... Scheiße. Dota für Anfänger? Es ist Dota für 14-Jährige. Mit zu viel Geld. Oder mit Eltern, die zu viel Geld haben. Ja. Nee, ich meine, es... Oh, da wolltest du nicht so weit. Es, ja, das war richtig cool, der Fall. Es ist ja wie Dota, nur halt mit dem Unterschied, dass du halt keine, kein Deny machen kannst. Kein Crowd Control. Gar keins. Ja, richtig. Und du verlierst nicht dein ganzes Geld, wenn du verreckst. Lame. Bei LOL. Ne, deswegen. Es geht ja wegen der Schwierigkeit in solchen Mobos. Wobei, ich hab mich mal wegen umgeschaut, es gibt halt mittlerweile ziemlich viel, ist ja wieder Trend geworden. Auch hier ja. Zum Beispiel Herr der Ringe, habe ich gesehen. Es gibt auch Smite zum Beispiel. Oh, Pilze! Pilze! Oh, hi. So. Ach, was ist auch ein Schwert? Ich würde gerne sehen, was es macht, aber nein. Plus 1, minus 1, plus 3, ich würde es nehmen an deiner Stelle, das hat noch Crit. Siehste? Gleich dreimal da Crit hier. Da haut er erstmal dreimal Crit rein, ich glaub's nicht. Das kommt gar keine mehr, pass auf, das ganze Level lang nicht. Na, guck mal, du machst standardmäßig. Du machst standardmäßig mit dem Schwert irgendwie so 18 bis 20 Schaden. Crit 70. So geil. Warum denn nicht? Aber das ausschlaggebende Crit ist ja, dass er nie vorkommt normalerweise. Ja, außer genau, man braucht das ihn ist nicht. Richtig. Ja, du kriegst den Crit ja nur, wenn du eine Crit-Waffe hast, ne? Ja, schon. Deswegen. Ich hab wieder zweimal gekrittet. Die beste Waffe, die du zum Beispiel als Mage nehmen kannst, ist der schwarze Streitkolben. Warum? Weil der plus 6 Magie macht und Crit-Chance hat. Aber das geht doch dann letztendlich nicht nur über dieses Cap raus, oder? Ja, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. So, ich hab mich da noch nicht so drin gekümmert. Ja gut, wenn du es auf Maximum hast, brauchst du wahrscheinlich eh nicht, aber wann bist du mal so weit am Maximum, ne? Ich weiß allerdings nicht, was er sonst noch höher macht. Danke. Ich glaube, der ist tot, ja. Best Kletter Animation ever. Müssen wir eigentlich nach oben oder nach rechts? Ne, wir müssen nach oben. Dann gehen wir doch mal rechts, oder? Da kannst du nicht weiter. Ja, dann komm und schauen wir mal nach. Du, da ist nur eine Hütte. Lauf mal da links. Ja. Da ist ein Berg im Weg! Es hätte ein Secret sein können. Oh Gott!
Oh ja, Eskimos. Oh nein, nicht ihr. Oh doch, der. Ich glaube, das war mir damals scheißegal, weil ich einen Eiskrieger hatte. Ja, richtig. Ein Eismann. Das ist richtig. Ich hatte den Eismann. Ja, ich weiß. Ich hatte den Feuermann. Ja, aber der Feuermann verkauft kein Eis im Stiel. Ich heb dir die Eiswitze für später auf. Oh ja, die kommen ganz, ganz oft. Das Eisschloss ist doch grundsätzlich das letzte Level vor dem eigentlichen Boss-Level. Richtig, ne? Vor dem Boss-Rush. Und trotzdem haben wir es schon ziemlich früh gesehen. Ja, das ist mal so ein. Im Industrial Castle, durch genau. Das Teleskop haben wir geguckt. Und dann, Wow, 100? 100? Ernsthaft? 100 Schaden hast du gemacht? Ich hab keine Ahnung, es sah auf jeden Fall so aus. Oder hat das Schwert hier auch Crit? Ne, das hat keine Crit-Chance, das will ich sehen. Oder einfach 2x10. Ich weiß. Die waren irgendwie zu nah, jetzt schaue. Das sah bei mir auch aus wie 1010. Ne, es war wirklich 100. Doch. Warum? Weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Oder hat es. Vielleicht hat es einfach irgendein Element oder so? Gab es nicht auch Elemente? Ja, du konntest mit einer Waffe auch Feuerschaden machen. Oder Giftschaden oder Elektroschaden, deswegen. Weil Crit war ja dieser Totenkopf und der kam bei dir. Richtig, richtig. Normalerweise dann kommt auch so ein Schrift zu so Critical! Richtig, hat man ja schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ach, geht noch. Da zum Beispiel. Aber bei dir stand einfach nur 100 da, ist ziemlich komisch. Ich weiß ominös. Nicht. Ominös! Rocks, ein Meter. Ach ja, im Sumpf waren wir schon. Und jetzt geht's nach brrrr. Oh ja. Rutschen wir? Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich habe jetzt irgendwie versucht, mich zu rollen, frag mich nicht mehr. Ja, die sind Feind. Aua. Die sind Feind. Ja, super. Super, willst du mich eigentlich verarschen, Spiel? Alltag verbraucht Level Up? Richtig. Geil. Das Spiel hasst mich. Das ist klassisch. Obwohl, es lässt mich auch 100 Schaden irgendwie machen, obwohl. Ach, keine Ahnung. Oder kann das sein, dass das der Magieschlag ist? Ich hab mittlerweile einen Vorteil von Peer-to-Peer-Verbindungen rausgefunden. Wenn was die denn? Server down gehen, ist das Spiel nicht weg. Weil meinst du dann, wenn der Host sich verabschiedet oder was? Nee. Wenn die Server ganz abgeschalten werden, ist das Spiel nicht für immer weg. Siehe Dark Souls 1 ja. Vielleicht und die ganzen Games-Beispiele. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Ich glaube, manche haben sich auch Steam-Server dann jetzt gemietet oder so ähnlich. Boah. Ich weiß nicht, was sich die mietet oder kauft, keine Ahnung. Ich bin kein Spielhersteller. Ah. Ja, ich glaube, Age of Empires können. Ich weiß nicht, lief Age of Empires über GameSpy? Wahrscheinlich. Ja, weil die nämlich auf jeden Fall. Ich glaube, die haben einen Steam-Server. Wenn die Multiplayer haben, ich bin mir nicht sicher. Ich habe Age of Empires 2 nicht gespielt. Age of Empires spielen noch welche online? What? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das einen Online-Modus hat, aber es gibt auf jeden Fall eine HD-Version hier auf Steam, die du kaufen kannst. Mhm. Von Age of Empires 2. Interessant. Ah, es kommt ein neues Stronghold Crusader raus. Ja. Das ist Stronghold Crusader 2. Crusader noch, glaube ich, auf dem Rechner, weil ich das damals von einem Kumpel gekriegt hatte. Na, ist ein ziemlich cooles Spiel gewesen. Ja, ist halt, gab's ist ja halt nicht mein Genre. Ja, meins grundsätzlich auch nicht, aber es war halt klassisch, ne? Ja. Dann kam mir das Stronghold Crusader Extreme raus und das fand ich für den Arsch, weil, keine Ahnung, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Oh Gott, Hilfe. Icy Tower. Keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich schingle da. Ich verprügel Leute und verprügel Leute und verprügel Leute. Grundsätzlich treffe ich die Leute teilweise gar nicht. Aha. Ich zwinge sie dazu, Peace-Zeichen zu machen. Oh mein Gott, die Folter. Ich schlage jetzt einfach die scheiß Türme ein. Hier, Overkill. Und ja, die Gegner besitzen tatsächlich Eismagie. Das ist völlig unschlüssig, warum. Ja, ich verstehe ich auch nicht.
Wie kommen Eskimos zu Eismobil? Ja, ich bin jetzt irgendwie enttäuscht, dass hier nur zwei Gegner rumrennen. Ich nicht. Weißt du, vorhin so, ja, hier 8 Gegner oder so und jetzt hier 2. Und du stirbst trotzdem. Ich krieg halt nur auf die Fresse. Hey, oh. Weihnachtsmann. Oh mein Gott, Süßigkeiten! Und oh mein Gott, eine Robbe! Kann ich töten eigentlich? Nee, die macht nichts. Kannst das ist doch Wasch. Sie macht nichts. Das ist Wasch, ob sie nichts macht. Sie ist einfach nur süß. Sie ist süß. Tötet ja. Oh, wie dickes Robbenfleisch. Ja, ich weiß nicht, hat eigentlich jemand in den Kommentaren mal gefragt, so von wegen, warum wir unsere Waffen und Tier-Orbs und so weiter nicht kriegen. Oh mein Gott, Pinguin! Es existieren noch keine Comments. Ich bin nicht bekannt, ich bin nicht beliebt. Ah, ja. Ah! Ah! Nee, falls sich einer fragen sollte, ja, wir können unsere Waffen wechseln, nein, wir machen es nicht. Ach so, beim Schmieden. Weil wir zum Teil halt Zugang zu ein paar richtig heftigen Waffen haben. Zum Teil. Vor allem ich. Also gut, ich meine, du hast Zugang zu deinen eigenen Waffen. Egal. Ich habe Zugang zu einem Tier-Ops. Ja. Prinzipiell richtig. Könnten wir auch zurücklaufen und uns den schönen Habicht holen, aber wozu? Boxer, ne? Ne, was ist ein? Ne, da holst du den scheiß Yeti. Yay, kann der was? Ich glaube, der schützt sich vor Eisattacken. Oh, sonst nichts. Ich hab meinen Elefanten. Oh. Ich glaube, wir müssen trotzdem hoch. Ich glaube, wir müssen trotzdem da lagen, ja super. Ach, da bin ich, Alter. Ah ja, jetzt kommt unser aller Lieblingslevel. Eislevel! Niemand mag Eislevel. Und wer Eislevel mag, ist mag wahrscheinlich auch Eislevel. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Mensch, der keine Schokolade essen mag. Sondern Gelatine. Oh mein Gott! Gummibärchen. Hey! Direkt so. Alter! Hey, das erinnert mich irgendwie ans erste Level, erster Boss auf die scheiß Tür. Ja. Große Arena. Was zur Hölle? Ah ja. Ah, was? Pfeile, Schild, hören, springen. Zu viele Nachrichten. Ach du Schwach. Ja. Aua. Hey. Okay. 1, 2. Weißt du was, ich renne einfach hinter dir her. Dumme Idee. Du hast mich aus dem Takt gebracht. Aua! Falle. Das habe ich verdient. Ja, aber sowas. Wenigstens können wir nicht runterfallen. Das wäre jetzt noch der Gipfel gewesen, ey, ganz ehrlich. Hallo, was machst du denn da? Ja, ich meine, ich habe ja auch Zugriff auf die, auf das, Sperrt des Final Boss, ne? Das ich nicht hab. Richtig, und ich hab das, und ich hab die zweitbeste Magie. Weil du es damals verhauen hast. Ja, du. Siehst aus. Nee. Okay. I'm afraid. Bossfight! Oh, die Früh. Gegen. Du bist hier schon blau. Den Eiskönig! Nein, das war Eismann. Let's get some ice! Eiscreme. Der lacht uns aus. Ach ne. Ich hab einen Crit gemacht. You know what killed the dinosaurs? The Ice Age! So witzig. So witzig! Ich weiß. So eine Drecksau. Stay cool, Batman. Oh, Moment. Ja, die Witze sind schlecht, ich weiß. Übrigens, wo wir schon bei Batman gerade sind, das Neue wurde
Der Release vom 9 wurde verschoben auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Sollte eigentlich schon dieses Jahr rauskommen? Wurde verschoben. Solange die dann halt wieder so ein gutes Spiel rausmachen, dann ist das okay. Naja, das Kostüm sieht ja eh schon relativ scheiße aus. Zumindest wenn's keine Fanart war, ich bin mir nicht sicher. Ja. Vielleicht sind sie ja deswegen noch am Arbeiten, weil die Fans alle gesagt haben: Ja, nee, Leute, das Kostüm sieht scheiße aus. Ah! Ach, muss man springen, okay. Was? Muss man springen? Nee, du musst einfach nur ausweichen. Da wird am Boden angezeigt, wo die hinkommen. Scheißegal. Schau, da am Boden siehst du, wo sie hinkommen. Nee, okay, dann standen wir anscheinend nur irgendwie zu nah dran an so Teilen. Ja, ich stand zu nah. Also ich zumindest stand zu nah dran. Komm schon. Aua, aua. Also ich hab nur dieses übelst freakige Future Batman Kostüm gesehen. Wo er diesen Rüstung anhat oder was? Ja. Das sah mir irgendwie ziemlich abgespaced aus. Oh nein. Na, wir werden ja sehen, wie es aussieht nächstes Jahr. Hey, Halbzeit! Ah, Alter, ich hasse diesen Bossfight. Ich kann nicht über rumrutscht. Ah! Na, ich wollte gerade run and gun und das, so. Ich glaube, das letzte Mal ging der einfacher, weil ich den Feuer Knight hatte und naja. Ja, genau, warum benutzen nicht wegen Magic hier? Vertaschenspielertricks oder so. Ja, ich hau dir mal die ganze Zeit meine Pinguine in die Fresse. Achso. Weiß nur nicht, ob die Splash Magic besser wäre. Ich müsste ihn halt nur treffen. Ja, der castet jetzt die ganze Zeit diese scheiß Eiszapfen. So schnell lacht doch mal. Oh Gott, Hilfe! Alter, was geht bei dir ab? Das bin ich nicht! Komm, so ein Drecksack. So ein Drecksack, also. Ja. Oh, Alter, komm. So ein Drecksack wollte ich sagen. Schafft es dein Laptop überhaupt? Ist alles zu verarbeiten. Ja, das schafft er. Die Frage ist, wie lange? Er klemmt eh am Stromnetz, von daher ist das egal. Ich weiß nicht, vielleicht glüht er gleich die Grafikkarte durch, der alte AMD. Nö. Was mache ich denn da? Ich wollte ihn noch nicht physisch angreifen. Arg! Aber ich treffe nicht, ja, jetzt doch. Jetzt hast du getroffen. Aua! Habe ich wieder getroffen. Ja, wenn ich ein paar Mal häufiger treffen würde, wäre es levisch aus. Ja, wenn ich auch häufiger treffen würde. Fritz Regenbogen! Och man. Fast! Oh Gott, komm schon! Ich! Nein. Oh, der ist immer noch! Ich! Ja! Oh! Oh, Frostbeulen. Oh! Ich glaub, das ist nicht gerade schön. Von der Kiste erschlagen! Oh ja. Oh Gott, ey. Arg! Ich glaube, wenn man den Yeti hätte, würde man hier auch, glaube ich, schneller drauf rennen, aber. Aber das könnte sein. Oder beziehungsweise kann es sein, dass man da gar nicht rutscht. Ja. Battle! Aua. Ja, guck mal jetzt auf. Guck mal was? Ich sag gar nichts. Ich hab unauffällig einen Heiltrank genommen. Also. Ja. Vorher! Ja. Nicht hinterher. Ich weiß. Ey. Nee, du hast einfach durch geschicktes Manipulieren des Spiels einen Heiltrank geschenkt gekriegt, so in etwa. Hast du keine mehr oder was? Ich hab keinen Kopf mehr. Oh. Blau und lila gibt? Keine Ahnung. Gute Frage. Anderes. Was anderes? Irgendeine Farbe. Oh, neue Arena! Ich klopf dich gleich nochmal! Nein. Haben wir noch Zeit? Nee, ich muss dich sogar nochmal kloppen. Marsch! HP! Oh, neue Magie! Aber erstmal, yeah. Ist das der Shop? Komm! Ja, es ist der Shop. Geh dir weg! Snowstorm. Wenigstens rutscht mal hier. Hallo! Was ist für eine Waffe? Was zur Hölle?
die Waffe sieht cool aus, aber ich habe kein Geld. Wie kriegt man eigentlich immer so viel Geld? Farmen. Ich kann das Spiel nicht farmen. Also ja, kein vernünftiger Mensch könnte das Spiel farmen. Naja, du müsstest halt einen Bossfight. Hinterher ist es ja relativ einfach da oben beim Wizard Castle. So. Weil du Duell. Einfach die Bosse wiederholen kannst. Oh, die Arena ist scheiße. Ich seh's ja, jetzt schon. Ja, ja, ein Schaden, wow. First Blood! Aua! Wieso First Blood? Du hast nur Schaden gemacht. Aua! Scheiße! Ah! Nix da. Run and gun! Naja, fast. Wenn ich jetzt wieder rennen würde. Run and gun! Ich bin ein glückliches Wiesel. Das ist doch kein Wiesel. Das ist irgendwas. Ein Nacktmull? Obskures. Noch nicht erfundenes. Oder noch nicht gefundenes. Ja, okay. So, Sieg! Der Lino der Ritter gewinnt immer! Das ist halt leicht unfair. Ah, okay. Na gut, also so viel für heute. Mal schauen, das nächste Level ist Wizard Castle Takeoff. Ist das schon das letzte Level? Ich glaube, da gibt es ein Level und dann kommt sozusagen der Boss Rush und dann kommt nach dem Boss Rush der Boss. Okay, na gut. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.